Gemeinsam für den Laureus-Gedanken. Im Rahmen der diesjährigen Sport for Good Night im Berliner Grand Hyatt Hotel fand die Vergabe eines der bedeutendsten Medienpreise für soziales Engagement im Sport statt. Also wir bei Laureus helfen immer Kindern, die nicht den Komfort genießen, in einer finanziell guten Situation zu sein, ihre Probleme des Alltags so zu lösen oder bei uns zum Beispiel an Sportveranstaltungen teilzunehmen, so wie sie das tun sollten. Wir haben eine Menge Projekte, Boxen, Basketball, Ski, Fußball, Laufen, Behindertensport, die unterstützenswert sind. Neben der Ehrung der Preisträger in den Kategorien Spirit von Laureus, Soziales Sportprojekt, Social Media sowie größtes Engagement für Laureus ging die Sport for Good Stiftung in diesem Jahr einer ganz besonderen Frage nach. Wie hat Sport dein Leben verändert? Sport hat mein Leben bereichert. Ich habe natürlich viele Freunde gefunden, ich habe Erfolge gefeiert, aber ich habe auch gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Sport hat mein Leben in der Hinsicht verändert, dass ich sehr, sehr viel Disziplin gelernt habe. Ich durfte zum Beispiel mich nicht auf der Straße kloppen, weil dann hätte ich nicht mehr zum Training gedurft. Am Nachmittag durfte Axel Schulz dann aber doch in den Ring steigen. Die Sport for Good Foundation lud zu einem Besuch des Laureus-Projekts Kick im Boxring nach Berlin-Neukölln ein. Im Rahmen des Besuchs stellte die Stiftung Big Wave Surfer Sebastian Steutner als neuen Laureus-Botschafter vor. Ja, ich bin natürlich wahnsinnig stolz, freue mich sehr, dass der Sebastian jetzt bei Laureus dabei ist. Der Sebastian lebt Sport for Good, das merkt man, wenn man ihn sieht. Und wenn man sich seine Geschichte anschaut, seine persönliche, dann sieht man auch wirklich, warum er ein perfekter Botschafter ist für Laureus. Ja, das ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Ich habe selbst einen steinigen Weg, sage ich mal, hinter mir. Ich muss mich hochkämpfen, wortwörtlich, in meinem Sport und kann deshalb verstehen, wenn jemand Unterstützung braucht. Zum Abschluss der Veranstaltung fand schließlich eine Auktion zugunsten der Sport for Good Foundation Germany and Austria statt. Hierbei war der Höhepunkt die Versteigerung eines 585 PS starken Unikats. Ein Mercedes-AMG SL63 als Sondermodell Laureus, der den größten Beitrag zum Gesamterlös in Höhe von 220.000 Euro beitrug.